Ja, nach 3 Stunden Weg zu diesem Punkt zurück, weil ich in der letzten Folge speichern musste, ein ganz herzliches German Hallo. Wir werden heute mal in die Truhe schauen. Mal schauen, was sich darin verbirgt. Du erhältst einen Greifhaken. Kombiniert mit dem, den du schon hast, kannst du ihn als Doppelhaken verwenden. Cool. Halte dich damit fest, wo dieses Zeug da erscheint und katapultiere dich an dein Ziel. Geil, ne? So, die Doppelhaken. Und damit können wir jetzt hier quasi like a Spider-Man rumklettern. Jetzt müssen wir aber ein bisschen nach unten. Noch ein bisschen. Ich weiß noch gar nicht, müssen wir da irgendwo hin oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ach ja. Das habe ich gleich gar nicht gesehen. Ja gut, jetzt kommen wir auf jeden Fall an einigen Stellen weiter, auch auf der Overworld. Das ist natürlich sehr cool. Auch die Idee einfach. Wahrscheinlich hatte man einfach keine Idee mehr für ein Item. Hat man sich gedacht, Mensch, mach mal den Doppelgreifhaken draus. War ja aber auch eine richtig, richtig geile Idee. Das muss man schon zugeben. So. Ich hatte gehofft, wir können hier ein paar auslassen. Aber wir müssen uns echt an jeden einzelnen... Ach, komm schon. Wir müssen uns echt an jeden einzelnen ranhängen. Das ist natürlich eine Qual. So, was ist eigentlich das hier? Wow. Geht auf jeden Fall nicht aus. Auf. Also kommen wir später wieder. So, was ist eigentlich das hier? Ah, okay. Cool. Und das war genau wo? Ach, da. Okay. Auf jeden Fall sind die Kletterhaken für Link aber ganz schön lang. Wow. Alter, das geht ja zu. Okay. Ja, dann erkunden wir halt später den restlichen Bereich, ne? Was aber mal ganz schnieke wäre. Oh, ich glaube, das geht runter. Ja. Wäre ein Kompass. Ich glaube, jetzt kann ich mich loslassen, oder? Genau. Der Kompass, der wäre schon ziemlich geil, du. Aber ich glaube... Oh. Joa. Okay. Gut. Sachen gibt's. Gibt auf jeden Fall noch ziemlich viele Truhen. Haben wir noch einiges zu tun. Aber gut, jetzt geht's erstmal wieder raus. On the fresh air. Ah, und jetzt kommen wir hier uns an den Gittern entlang hangen. Too slow. Immer ein Stückchen nach unten. Kommen wir da schon ran? Nee. Boah, I. Schnell weg. Oh. Und da hoch. Jawohl. Ganz schön mächtig, dieses Item. Haben wir dann auf der Ebene noch Schatztruhen? Ja, sogar noch ein paar. Ach, das war das hier. Okay, das haben wir eigentlich schon gemacht. Ja, dann wollen wir doch mal quasi auf Schatztruhensuche gehen. Es fehlen ja auch noch 2 Herzteile. Das müssen wir auch noch sehen. Wir haben noch kein einziges Herzteil gefunden. Aber gut. So. In B1 fehlt uns auch noch was. Wie kam man denn nochmal ein Stück runter? Achso, ja gut. So, es fehlt... Da sind auch noch 2?
Okay. Wie sollen denn da noch... Wo sollen denn da noch welche sein? Aber gut. Ach komm. Schnell weg. Oh. Hier kann ich die Doppel-Enderhaken wohl nicht einsetzen, ne? Ist klar. Aber gut. So. Wo sollen denn hier... Ach, Link. Wo sollen denn hier zwei Truhen gewesen sein? Standen die schon vorher da? Oh Mann, ist das traurig. Nee, echt mal. Und das sind ja auch noch große Truhen. Ja, gut. Einmal Wasserbomben. Die sind jetzt nicht ganz, ganz so wichtig. Und hier. Also ich denke, man kann schon sagen, dass das so der komplexeste Dungeon des Spiels ist. Ja. Ja. Man sieht ja echt, wenn man hier mal sich so anguckt, wie viele Truhen es noch gibt. Und in Twilight Princess gibt es ja jetzt auch nicht so viele Füllmöglichkeiten. Viel mehr außer Herzteile, Rubine, Schlüssel noch. Aber sonst halt nur noch so ein Crap wie Bomben. Und auf sowas kann ich verzichten. Wer hätte es gedacht, ne? So, ich habe nochmal kurz geguckt, wie lange wir schon aufnehmen. Ist noch alles gut? Noch genug Zeit? Genügend, genau. Noch genügend Zeit. So, jetzt hier schnell. Ach. Oh, okay. Das Ding fliegt runter. Jetzt müssen wir uns hier aber nochmal so ein Ding holen. Ja. Kriege ich Sinn? Jo. Oh Mann. Du. Naja. So, wohin als nächstes? Ich glaube, rechts. Ja, ich glaube, das wäre das Beste. So. Und dank dem Doppelgreifhaken können wir jetzt hier auch ganz gechillt rüber. Jetzt nur die Frage, können wir hier auch jetzt noch weiter rüber? Das weiß ich gar nicht mehr, aber ich glaube, rechts geht's eine Etage runter. Und da können wir uns dann natürlich noch die Truhe holen und dann haben wir fast alles. Also, ne, genau, dann haben wir auf der Etage schon mal alles. Oh! Alter. So. Ah, die Viecher wieder. Die kennen wir ja schon. Und du noch? Nur nicht so lange irgendwo hängen bleiben. Nicht, dass diese ekelhaften Viecher noch kommen. So. Zwei Truhen gibt's zu holen. Die eine hier. Und die andere gleich da drüben. Ja gut, gehen wir erstmal ein Stück runter. Hier gibt's auch noch... Wow, fuck. Ah. Oh Mann. Alter. Nee, hier gibt's keine Truhe. Hä? Wo bin ich denn jetzt hier? Ah, hier oben. Ach so, komme ich wohl zu der einzelnen Truhe. Ja. Aber allein schon an der Größe sieht man ja. Es ist nichts Wichtiges. So,
So, hier noch schnell fertig machen. Und zurück, so. Also hier haben wir alles, hier haben wir auch alles. Also ab F1 müssen wir abernten. Und wie kommen wir wieder hoch, ist die Frage. Ich probiere es mal hier. Oh. Links sollte eigentlich springen, aber gut. So. Geht es hier vielleicht irgendwo wieder hoch? Wow. Hier gibt es auf jeden Fall Schleim. Ich glaube sogar, das ist echt wertvoller Schleim, der lila, ne? Habe ich jetzt keinen Nerv für. Ich will ja weiter, Mann. So, wo geht's hier hoch? Da vielleicht. Ich probiere mal, ein bisschen höher zu kommen. Achso, nee, das war nur so ein Schleim. Wo kann ich mich denn hier mal festhalten? Wahrscheinlich ist es nur als Weg nach unten quasi gedacht. Komme ich hier denn nochmal irgendwo hoch? Mensch, ich muss ja doch irgendwo rausgehen. Ah, da vielleicht. Ah, wie mache ich das jetzt wieder? So. Jetzt bin ich immer noch nicht draußen und da ist auf jeden Fall eine Truhe. Also wir sind richtig. Aber hier gibt es nichts zum Festhalten. Ja, von da komme ich ja. Es gibt hier echt gar nichts. Ja gut. Dann nützt mir das ja auch relativ wenig. Ja, zurück kann ich natürlich nicht mehr. Toll. Kann ich mich da noch anheften? Ja, okay. Na toll. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Nein! Ja, wo bin ich denn runter? Weil von hier habe ich ja gerade probiert. Oder geht's von hier aus irgendwo hoch? Warte, ich check das gerade irgendwie gar nicht. Geht's irgendwo hier rüber? Nö. Hier ist auch einfach mal gar nichts. Ja, geil. Na, toll. Ich könnte ja quasi immer noch mit der Tante raus und dann nochmal neu selber reinlaufen, aber da habe ich jetzt keinen Bock dazu. Gibt's hier. Ach man, hier muss es doch irgendwo rausgehen. Es gibt's doch nicht, dass es hier nirgends rausgeht. Warum komme ich denn da nicht raus? Moment, wir machen das nochmal neu. Und ich probiere diesmal echt den obersten Punkt zu treffen. So. Oh Gott. Ja, lass mich raus. Oh Mann. Ja. Geil, ne? Okay, vielleicht komme ich ja von hier unten aus irgendwo weiter. Auf jeden Fall ist hier so ein Schleim, der mich fast in den Tod Alter. So.
Ich hab gedacht, er macht die Pflanze kaputt, Mann. Irgendwie läuft's gerade nicht ganz so gut, ne? Ach, bin ich jetzt... Oh, jetzt bin ich ja wieder da. Cool. So einfach geht's. Naja. So, und hier kann ich hier vielleicht irgendwie so durch? Ich muss ja aber eigentlich da runter, weil... Ne? Und dann da halt irgendwie wieder so ein bisschen hoch. Oh, die Musik noch gar. darüber geht nicht. Nee. Gut, dann ist jetzt gerade so ein bisschen scheiße, ne? Okay. So. Puh, jetzt sind wir hier. Wo müssen wir denn hin? Noch weiter nach in die Richtung. Genau, also ist immer, wenn wir da lang gehen, schon prinzipiell erstmal richtig. Aber das ist ja der gleiche Weg wie vorhin. Jetzt sind wir hier. Und das nützt uns nichts. Wir müssen also weiter nach unten. Hier kann ich mich aber auch leider nicht runterhängen. Ah, Moment mal. Vielleicht von hier irgendwie. So. Ne, jetzt bin ich wieder hier. Ach Gott. Jetzt machen wir da runter. So. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Da ist ein Tor. Ach ja, genau, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt bin ich doch halbwegs da, wo ich hin wollte. Okay. Warum bist du nicht gestorben? Jetzt. Mann, Mann, Mann. Also es ist echt nervenaufreibend. Oh Mann. So, jetzt können wir uns runterlassen, genau. Und können wir währenddessen... Ach nee, aber wir können ja trotzdem noch zielen, ne? Genau. Und dann logischerweise auch hier rein. Aber nur nicht loslassen. Da hoch. Das sieht doch schon mal besser aus. Also wenn das kein Herzteil wert ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, jetzt bloß keinen Fehler machen. Da haben wir eine kleine Truhe. Gehen wir erstmal hier lang. So. Oh Mann. Okay. Immerhin die 20 Rubine. Mann, Mann, Mann. Ist das wieder... Ja, es ist ja nicht unbedingt schwer, man muss halt einfach nur durchblicken. Und ich habe leider nicht so ganz den Durchblick. Ah, hier wieder. Diese dummen Raupen, Alter, was soll denn das? Sturmbumerang. Oh. Ja, der verabschiedet sich und hier gibt es allen Ernstes kein Herzteil. Das ist gerade schon so ein bisschen Schlag in die Fräse. 10 Bomben. Ist jetzt nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe, wenn ich richtig ehrlich mit euch bin. Ach Gott. Gibt es denn hier in der Nähe noch irgendwo Truhen? Ja, hier gibt es noch eine Menge. Ah, hier gibt es auch noch eine. Wenn man geradeaus geht. Und wir wollen jetzt in diesen Raum da. Da waren wir nämlich noch nicht in den, genau. Oh, nein.
Ach, Link. Warum die Viecher so schnell zurückkommen? Igelpakete. So. Oh mein Gott, jetzt aber schnell rüber. So. Oh, was ist das denn? Ach, das sah gerade voll aus wie ein Gesicht. Ich glaube nicht, dass es so geplant ist, aber so kann man es halt auch machen, ne? Joa. Ach so, ja. Du. Geiler Treffer auf jeden Fall mit der Bombe. Ah, jetzt. Ach, reicht das nicht endlich mal? Okay, es reicht, es reicht. Ich will gar nichts gesagt haben. Hier sind aber auf jeden Fall noch mehr. Von diesen ekelhaften Piranhas. So, und ich wollte mal einen Trick ausprobieren, den mir Jake verraten hat. Weil ich ja da so ein kleines Problem habe mit dem Speichern, dass es dann immer so nervig ist, dass ich das neu spielen muss. Und da hat er mir gesagt, probier doch mal das mit der Tante aus, weil die Tante scheint sich das, also die Position von der Tante, scheint sich anscheinend der Laden, das Spiel zu merken. Aber die eigene Position natürlich nicht, ne? Und deswegen würde ich sagen, probieren wir halt einfach mal. Gehen wir hier in den Laden, genau. Und gucken wir mal in der nächsten Folge, ob es geklappt hat. Naja, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.